И тема моей сегодняшней, как бы, или часть сегодняшней проповеди. Und das Teil von meiner heutigen Predigt называется, или я так назвал, heißt, oder ich habe die so genannt, окончательная победа над дьяволом. Letztendlich die, das völlige Sieg über den Teufel. Endgültige Sieg über den Teufel. Окончательная победа над дьяволом. Endgültiger Sieg über den Teufel. И мы последний раз говорили о тысячелетнем царстве. Letztes Mal haben wir über das tausendjährige Reich gesprochen. И я верю, что большинство из нас были благословены. Und ich glaube, dass die meisten von uns gesegnet waren. Нас радовало то, что впереди ожидает нас еще интересное время. Es hat uns sehr erfreut, dass uns vorne noch sehr interessante Zeit erwartet. Время мира. Eine Zeit des Friedens. Время царства. Eine Zeit des Господнего. Herrschen des Herrn. То есть Господь будет царствовать der Herr здесь на земле. Hier auf der Erde. И мы будем царствовать вместе с Ним. Und wir werden herrschen mit ihm zusammen. И это не маленькое время. Und das ist keine kurze Zeit. Тысяча лет. Tausend Jahre. Представляете? Stellt euch vor. Тысяча лет, а? Tausend Jahre. Царство мира и покоя. Ein Reich von Friede und Freude. За тысячу лет не будет ни одной войны. In diesen tausend Jahren wird kein einziger Krieg stattfinden. Такого действительно никогда не было. So was war in Wirklichkeit noch nie da gewesen. Господь покажет. Der Herr wird zeigen. Как это было бы, если бы Адам и Ева не согрешили? Wie das wäre, wenn Adam und Eva nicht gesündigt hätten? В тысячелетнем царстве мы частично увидим это, попробуем это. In tausendjährigem Reich werden wir das teilweise sehen und teilweise schmecken das. Когда не будет этих хищных зверей? Wenn es diese Raubtiere nicht geben wird. И самые страшные хищные звери. Und die furchtbaren, schrecklichsten Raubtiere. Это двуногие хищники. Das sind die zweibeinige Raubtiere. Которые ходят на двух ногах. Die auf zwei Beinen wandern. То, что они вытворяют das, без Бога. Die anstellen ohne Gott. Ни один хищный зверь даже в голову ему не придет. Kein einziger Raubtier normaler bekommt das in Kopf sowas. Хищный зверь пожрал и все, и вот это его вся Ein цель. Ein Raubtier hat sich satt gefressen und sein Ziel ist erreicht. Если он не голодный, он даже не тронет. Und wenn er nicht hungrig ist, wird er einen Menschen sogar in Ruhe lassen. Вот. Но люди без Бога, они ужасны. Aber Menschen ohne Gott, die sind furchtbar. И все это благодаря греху. Und das alles ist wegen der Sünde. И нашей греховной натуре. Und unsere sündige Natur. В тысячелетнем царстве. Im tausendjährigen Reich. И оно будет, вы знаете, когда? После чего? Wann wird das sein? Nach was? После чего наступит тысячелетнее царство? Nach was wird das tausendjährige Reich anbrechen? Nach Armageddon-Schlacht, wird gesagt. Во, самое главное. Вещь. После Армагеддонской битвы она бы не наступила, если бы сатана не был связан на тысячу лет. Die Armageddon-Schlacht wäre nicht, wenn Teufel nicht gebunden wäre. Дьявол связан на тысячу лет, написано. Teufel ist gebunden, steht geschrieben, für тысячу лет. Сатана будет связан. Der Satan wird gebunden и sein. Вдруг все поменяется. Und auf einmal wird sich alles verändern. И весь мир увидит. Und die ganze Welt wird sehen, что мир стал другим. Dass die Welt sich verändert hat. Мы сегодня тоже замечаем, когда мир меняется, правда? Heute merken wir auch, wenn die Welt sich verändert, oder? Но меняется он, как правило, не в позитивное, а в негативное, все Aber больше in, и больше. In der Regel verändert sich das nicht zum Positiven, sondern immer mehr zum Negativen. Потому что грех умножается. Weil die Sünde vermehrt sich. Написано, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Und es steht geschrieben, weil sich, weil die Sünde überhand nimmt, wird in vielen die Liebe erkalten. А это говорит о том, что вместо лучше становится еще хуже. Und das sagt uns, dass anstatt besser wird то es есть, noch schlechter sein. Если любовь исчезает, wenn Liebe verschwindet, охладевает, то не может становиться лучше, правда? Wenn die erkaltet, dann kann И das doch nicht знаем. Besser werden, oder? Das wissen wir doch. Вот, давайте мы начнем с местописания. Lasst uns mit einer Schriftstelle beginnen. Я хочу с прошлого начать Откровение, 20 глава, с 1 по 3. Ich möchte vom letzten anknüpfen, Offenbarung 20, 1 bis 3. И там написано, и увидел я ангела, сходящего с неба,
который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Und dort steht geschrieben: Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herniederkommen, welcher den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, welche der Teufel und der Satan ist, und er band ihn für 1000 Jahre. И низверг его в бездну и заключил его и положил над ним печать. Und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm. Чтобы не прельщал уже народы, auf dass er nicht mehr die Nationen verführe, доколе не окончится 1000 лет. Bis die 1000 Jahre vollendet wären. Вот. Об тысячелетнем царстве мы в прошлый раз говорили достаточно обширно. Über das tausendjährige Reich haben wir letztes Mal ganz ausführlich gesprochen. Если бы не было вот здесь так после запятой следующего, und wenn hier nicht noch ein Komma wäre und noch etwas darauf folgt, после же сего ему должно быть освобожденным на малое время, nach diesem muss er eine kleine Zeit gelöst werden, то мы бы уже сегодня, может быть, об этом не говорили. Dann würden wir heute schon nicht mehr darüber sprechen müssen. Но дьявол будет освобожден на малое время. Aber Teufel wird noch befreit werden für eine kurze Zeit. И многие могут говорить: ну зачем это еще? Und viele können sagen: ja, wofür denn das alles? Уже 1000 лет без него было так хорошо. 1000 Jahre ohne ihn war schon so gut gewesen. Люди стали хорошими. Menschen wurden so gut. Зачем теперь опять дьявола выпускать? Wofür den Teufel wieder freilassen? Для чего Бог это делает? Wofür macht Gott das überhaupt? И меня не один раз спрашивали в течение моей жизни. Und nicht einmal im Verlauf meines Lebens wurde ich gefragt. Почему? Warum? Буквально на этой неделе с Ильзой тоже разговор был. Gerade diese Woche haben wir auch mit Ilse, glaube ich, darüber gesprochen. Она говорит: одно я не могу понять. Sie sagt: eins kann ich nicht begreifen. Как после 1000 лет царствования или после 1000 лет этого чудесного царства, wie nach 1000 Jahren diesen wunderbaren Reiches, когда дьявол будет освобожден только на малое время, wenn der Teufel nur befreit für eine kurze Zeit, вдруг люди снова, получается, забудут все то хорошее, что было, auf einmal werden viele Menschen das alles Gutes, was war, vergessen, и пойдут собираться на войну. Und werden sich aufmachen zu einem Krieg. 1000 лет не было войны. 1000 Jahre gab es keinen Krieg. И вдруг дьявол освобожден на короткое время. Und auf einmal ist der Teufel befreit für eine kurze Zeit. И люди снова захотят воевать. Und die Menschen wollen wieder Krieg führen. Ну, кажется, что невозможно. Es scheint so, das kann doch gar nicht so sein. После того, когда ты попробовал нормальную жизнь, nachdem du wirkliches Leben gekostet hast, без зла, ohne Böses, без греха, можно ohne сказать, Sünde, да? kann man so в полном достатке, в изобилии. In völligem Reichtum und Überfluss. Не надо было голодать. Man musste nicht hungern. И скажу больше. Und ich sage noch mehr. Не надо было пахать, так как сегодня многие пашут. Man musste nicht so schuften, wie einige von uns heute schuften. Если хочешь немножко лучше жить, надо много работать. Wenn du bisschen mehr nur leben willst, bisschen mehr dir leisten willst, musst du schuften. Это все поменяется в тысячелетнем царстве. Das wird sich alles verändert im tausendjährigen Reich. Я уже говорил, почему. Даже одной причины достаточно. Und ich habe schon gesagt, ein Grund reicht schon. То, что все финансы, которые уходят на военные нужды сегодня, это миллиарды, миллиарды. Dass alle Finanzen, die heute für Rüstungen und für Krieg weggehen, das sind Milliarden und Milliarden. А пойдут на мирные цели. Die werden alle für friedliche Ziele. Поэтому уже не надо будет столько пахать, чтобы иметь что-то хотя бы. Also man wird nicht mehr so viel schuften müssen, um etwas zu haben. Земля будет по-другому плодородить. Die Erde wird anders Früchte tragen. И многое другое. Und vieles anderes. Я уже не говорю о том, или говорил тот раз, полиция не будет, она не нужна. Ich rede schon nicht darüber. Letztes Mal habe ich schon gesagt, Polizei wird nicht mehr nötig sein. Все эти Sicherheitssysteme, все не нужно будет. Alle Sicherheitssysteme haben sich auf einmal erübrigt. Дома не надо будет закрывать. Man muss die Häuser gar nicht mehr abschließen. Если все это сложить, это миллиарды. Миллиарды, миллиарды денег. Wenn man diese ganzen Finanzen zusammenlegt, plötzlich. Das sind auf einmal freie Billiarden und Billiarden von Geld. И эти финансы будут вкладываться в развитие на доброе дело. Und diese Finanzen werden investiert in Weiterentwicklung von guten Sachen. Поэтому не будет так, как сегодня. Deshalb wird das nicht so sein wie heute. На заводах. Auf den Fabriken. Нажал на кнопку, и спина мокрая. Auf Knopf hast du gedrückt und Rücken сегодня schwitzt так. Schon. Heute ist das so.
А так будет, нажмал на кнопку и все работает. Dort ist, wird sein, drückt man auf den Knopf und es funktioniert alles. Мы знаем, что уже сегодня техника сделала большие это, ну, сдвиг, да? Wir wissen, dass die Technik heute schon sehr große Fortschritte gemacht hat. Действительно, труд очень сильно облегчился, человеческий труд. Mühe des Menschen ist viel erleichtert worden. Гигантские работы совершаются просто железками какими-то. Они делают это, поднимают, двигают, переставляют. Ganz große Arbeiten werden heutzutage schon mit irgendwelchen eisernen Maschinen und Robotern gemacht. Но многие вещи еще дорого стоят. Aber viele Dinge kosten noch sehr viel Geld. И поэтому рабочие с Румынии выгоднее, чем делать машину хорошую. Und deshalb die Arbeiter aus Rumänien sind günstiger als irgendeine Maschine oder Roboter zu machen. Так же или нет? Ist das so, oder? Вот, но когда будет много денег, aber wenn viel Geld da sein wird, übriges Geld, вдруг начнут инвестировать в мирные цели. Man wird es investieren in friedliche Ziele. В Библии это называется «перекуют мечи на орала». In der Bibel heißt das, die werden Schwerter um Siegel und Pfluge перекуют. Leuten um in Flugsiegel. Halleluja. В общем, вы поняли. Also, ich habe verstanden. Вот. Здесь, значит, дьявол будет связан Also на der Teufel wird gebunden sein für 1000 Jahre. А потом отпущен на короткое время. Und dann freigelassen für eine kurze Zeit. Возвращаюсь к тому, что люди спрашивают, почему. Ich kehre zurück dahin, dass die Leute fragen, warum. Я не могу знать весь план Божий. Ich kann nicht wissen den gesamten Plan Gottes. И все, почему Бог делает то, что Он делает. Und alles, warum macht er so, wie er es macht. И почему нам иногда некоторые вещи кажутся странными. Und warum manche Dinge erscheinen uns als sonderbar. А Бог делает вот именно так, по-странному. Und Gott macht das auf diese sonderbare Weise. Но в одном я точно уверен. Aber in einem bin ich absolut überzeugt. За всем этим, как минимум, скрывается справедливость Божия. Hinter all diesem zumindest verbirgt sich die Gerechtigkeit Gottes. Бог очень справедлив ко всем. Gott ist sehr gerecht zu allen. И представьте, немножко было бы обидно тем людям. Und stellt euch vor, ein bisschen könnten sich beleidigen die Menschen, которые всю жизнь жили, когда дьявол был распущен и злобствовал. Die ganzes Leben gelebt haben, als der Teufel noch frei war und Böses getrieben hat. И они должны были проходить эти искушения. Und die mussten durchgehen durch diese Versuchungen. Воевать против этого зла. Und kämpfen gegen dieses Böse ankämpfen. Восставать против зла. Widerstehen diesem Bösen. Чтобы пройти или добраться к Богу и быть спасенным. Um bei Gott überhaupt anzugelangen und errettet zu sein. А некоторые просто так пришли раз. Und manche kommen einfach. Никакого искушения. Keine Versuchung. Никакого соблазна. Kein Verführung. Конечно, легко. Ist doch leicht. Спастись и быть хорошим человеком. Sich so zu erretten und ein guter Mensch zu sein. Поэтому Бог говорит, вот вы тысячи лет поживете, классно. Deshalb sagt Gott, 1000 Jahre werdet ihr wunderbar leben. А потом на короткое время я его отпущу. Dann für eine kurze Zeit werde ich ihn freilassen. Чтобы вы поняли, как было людям до вас, до тысячелетнего царства. Versteht, wie es den Leuten erging vor dem 1000-jährigen Reich. Чтобы в вашу голову не пришла бредовая мысль. Damit in euer Kopf nicht ein dummer Gedanke kommt. Что они были хуже, а я хороший. Dass die schlechter waren, ich bin aber gut. За тысячу лет ни одного не убил. In 1000 Jahren keinen einzigen habe ich getötet. Никого не обокрал. Niemanden beraubt. Я такой правильный. Ich bin doch so gut. А те вон, вот что-то вытворяли, die, а? Damals, was sie da getrieben haben. Почему Бог их вообще не уничтожил? Warum hat Gott überhaupt nicht vernichtet? Поэтому Бог отпустит дьявола на короткое время. Deshalb wird Gott den Teufel für eine kurze Zeit freilassen. За короткое время ему удастся всех людей вокруг снова соблазнить. Und in einer sehr kurzen Zeit wird es ihm gelingen, viele Menschen zu verführen. Так, что они пойдут на войну. So, dass die sogar in einen Krieg ziehen werden. Итак, дьявол освобожден на малое время. Also, Teufel ist befreit für eine kurze Zeit. И после этого будет что-то особенное. Und nach diesem wird etwas Besonderes stattfinden. И мы сейчас прочитаем, мы будем в 20 главе Откровения до конца. Und wir werden das jetzt Почти, lesen. Нет. In Offenbarung 20. Kapitel. Теперь мы с 4 по 6 прочитаем. Jetzt von Vers 4 bis 6. Дальше продолжаем, да? Было до 4 мы прочитали. Weiter lesen wir einfach. Здесь написано, был освобожден на короткое время. Hier steht geschrieben, war frei für eine kurze Zeit. Иоанн продолжает описывать дальше то, что он видел. Und Johannes beschreibt weiter, was er gesehen hat.
И он говорит, и увидел я престолы и сидящих на них. Und er sagt, und ich sah Throne, und sie saßen darauf. Которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие. Und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten und die Seelen derer, welche um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes willen enthauptet waren. Которые не поклонились зверю, ни образу его. Und die, welches das Tier nicht angebetet haben, noch sein Bild. И не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Und das Malzeichen nicht angenommen hatten auf ihre Stirn und an ihre Hand. Они ожили. Und sie lebten. Ожили. Und sie lebten. Написано, sie lebten. Lebten steht ja. Und sie wurden wieder lebendig. Ja. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Sie wurden wieder lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Давайте немножко остановимся на этом стишке. Lasst uns ein bisschen auf diesem Vers stehen bleiben. Здесь написано. Hier steht geschrieben. Что Иоанн вдруг увидел престолы на небе. Dass Johannes auf einmal Throne auf im Himmel saß. Которым дана была власть судить. Die Macht hatten, Gericht zu halten. И судить именно тех людей, которые за это вот время власти Антихриста. Richten über die Menschen, die in dieser Zeit der Macht des Antichristen. Не поклонились зверю. Nicht angebetet haben das Tier. Мы знаем. Wir wissen. Что последние 7 лет это особенные. Dass die letzten 7 Jahre besonders sind. Вот. Мы об этом говорили достаточно. Darüber haben wir genug gesprochen. И Даниил говорит, что последняя седьмина решит все. Und Daniel sagt, die letzten 7 Jahre, die werden alles entscheiden. И мы установили, что через 3,5 года, то есть в половине этой седьмины, und wir haben festgestellt, dass nach 3,5 Jahren, genau mitten in diesen 7 Jahren, затрубит последняя труба, 7-я труба. Wird die letzte und die 7. Posaune, posaunen. И произойдет восхищение. Церкви. Und es wird die Entrückung der Gemeinde geschehen. Произойдет восхищение. Wird die Entrückung geschehen. Мы знаем, как она произойдет. Wir wissen, wie das geschehen wird. Библия говорит, что мертвые во Христе воскреснут прежде. Die Entstorbenen in Christus, die werden zuvor auferstehen. И здесь я абсолютно уверен в важности этого слова «во Христе». Und hier bin ich absolut überzeugt, wie dass es wichtig ist, dieses Wort in Christus in sind die gestorben. Не весь мир воскреснет. Nicht die ganze Welt wird wieder auferweckt zum Leben. Не все праведники. Nicht alle Gerechten. А мертвые во Христе. Sondern die Entschlafenen in Christus. Воскреснут прежде. Werden zuvor auferstehen. То есть те, которые принадлежат церкви. Also die der Gemeinde angehören. Они воскреснут. Те, которые умерли за эти 2000 лет. Gestorben sind in diesen 2000 Jahren. И были во Христе. Die waren in Christus. Они воскреснут. Die werden wieder zum Leben auferstehen. Мы оставшиеся живых во мгновение ока изменимся. Wir, die noch am Leben sind, im einen Augenblick werden uns verändern. Примем бессмертное тело. Werden ein unsterbliches Leib annehmen. Подобное телу Иисуса Христа после воскресения. Gleich wie der Leib Jesu Christi nach der Auferstehung. И мы вознесемся на облако для встречи с Господом. Und wir werden entrückt auf die Wolke zum Begegnen mit dem Herrn. Amen. Amen. Это понятно? Ist das klar bis hierhin? Теперь jetzt? Речь идет здесь после 3,5 лет. Hier ist die Rede nach 3,5 Jahren. То есть когда закончилась седьмина? Als die 7 Jahre abgeschlossen waren. И мы в прошлый раз читали это. Und letztes Mal haben wir das gelesen. И Господь с церковью пришел на землю. Der Herr kam, kommt mit der Gemeinde auf die Erde. И сразился с Антихристом, лжепророком, зверем и так далее. Und führt Krieg mit dem Antichristen und Tier und so weiter. Армагеддонская битва. Die Schlacht Armageddon. Зверь и, то есть лжепророк, который и есть Антихрист, и лжепророк были брошены в озеро Огненное. Der Antichrist, das Tier und der falsche Prophet wurden geworfen ins Feuersee. С ними все было закончено. Mit ihnen war alles abgeschlossen. Дьявол струсил и убежал. Teufel hat Angst gehabt und ist fortgelaufen. Спрятался. Hat sich versteckt. Написано, в преисподнюю где-то побежал, там где-то спрятался. Steht geschrieben, in den Untergrund irgendwo ist er fortgelaufen, hat sich da versteckt. Папа говорит, от меня не убежишь. Und Papa sagt, von mir kannst du nicht weglaufen. Посылает специального ангела с цепью.
Er schickt einen extra einen Engel mit einer Kette. Тот ему одел наручники. Der hat ihm Handschellen angezogen. И отправил его в настоящую тюрьму, в темницу, написано. Und Amen. Hat ihn in ein wahres Gefängnis eingesperrt. Нам трудно понять, ну как это вот это все? Uns ist schwierig zu verstehen, ja, wie wird das alles sein? Вот как видишь в кинофильмах. Wie du siehst in den Filmen, берут преступников, одевают наручники и в тюрьму. Wie ein Verbrecher gefasst wird, kriegt Handschellen und wird ins Gefängnis geworfen. Представь себе, что так будет с дьяволом, с сатаной. Stell dir vor, dass so auch mit dem Satan sein wird. И он будет там тысячу лет сидеть. Und er wird dort 1000 Jahre sitzen. Потому что охрана будет, печать будет стоять на этой клетке, никто Weil не вылезет. Die Bewachung ist ganz sicher, es wird ein Siegel auf diesem Käfig sein. Через тысячу лет он был освобожден. Nach 1000 Jahren wird er befreit. Начал совращать людей. Und fängt an zu verführen die Menschen. Вот. Но здесь Иоанн видит престол. Aber hier sieht Johannes Thron. И тех, которым Бог дал власть судить. Und die, denen Gott die Macht gegeben hat zu richten. Тех людей. Die Menschen. Которые после восхищения церкви. Die nach der Entrückung der Gemeinde. По какой-то причине одни остались на земле. Aus irgendwelchen Gründen sind die auf верующие, der Erde zurückgeblieben. Но они не были восхищены. Gläubige Christen, aber die wurden nicht entrückt. Плюс те, которые в это время покаялись. Plus die, die in dieser Zeit sich bekehrt haben. Которых открылись глаза. Bei denen sich die Augen geöffnet haben. И они вдруг вспомнили, что им говорила мама в детстве. Und die haben sich auf einmal erinnert, was ihnen die Mama in der Kindheit erzählt как hat. Как это будет все выглядеть после восхищения церкви? Wie wird das alles aussehen nach der Gemeindeentrückung? И вдруг мама исчезла. Папа исчез, я не знаю кто. Мама ist verschwunden, папа ist verschwunden. Irgendwelche Verwandten sind verschwunden. И они вспомнят, что говорили, что будет восхищение церкви. Und die werden sich erinnern. Es wurde darüber gesprochen, es wird eine Gemeindeentrückung stattfinden. И те, которые служили Богу искренне, они восхитились. Und die, die dem Herrn wahrhaftig gedient haben, die sind entrückt worden. И поэтому, я не знаю, многие, сколько, но часть людей покаятся. Und deshalb, ich weiß nicht viele oder nicht viele, aber ein Teil der Menschen wird sich bekehren. Вообще все эти наказания или сложности, которые придут на землю в это последнее время. Überhaupt all diese Bestrafungen und all diese Schwierigkeiten, die in dieser Zeit auf die Erde kommen werden. Они приходят с той целью, чтобы люди задумались и покаялись и приняли Иисуса. Die kommen mit dem Ziel, dass die Menschen nachdenken und Jesus annehmen. У Бога нет никакого желания кого-то мучить, казнить, наказывать. Gott hat überhaupt keinen Spaß daran, irgendjemanden zu quälen oder zu bestrafen. Но он абсолютно справедливый Бог. Aber er ist ein absolut gerechter Gott. По отношению ко всем. In Bezug zu jedem. Если человек не покается, und wenn der Mensch sich nicht bekehrt, он пойдет в ад. Wird er in der Hölle landen. Поэтому Бог стучится в сердца людей. Deshalb klopft Gott an die Herzen der Menschen. И вот за это время, после восхищения церкви, und in dieser Zeit, nach der Entrückung der Gemeinde, покаются люди. Werden sich Menschen bekehren. И большинство из них будут убиты. Und die meisten von ihnen werden enthauptet sein. То есть те, которые примут Иисуса, die, die dann Jesus annehmen werden, они будут убиты. Die werden getötet sein. Потому что понятно, что Антихрист будет в большом гневе. Weil es ist ganz klar, dass der Antichrist in einer sehr großen zum Zorn sein wird. Потому что церковь исчезла, он хотел ее уничтожить. Weil die Gemeinde ist weg, er wollte die vernichten. Господь восхитил ее. Der Herr hat sie entrückt. Говорит, не получишь ее. Und sagt, die kriegst du nicht. Это моя невеста. Das ist meine Braut. И не будешь ее мучить. Die wirst du nicht quälen. Раз ее забрал. Und auf einmal entrückte sie. Он в гневе. In dem Zorn. Погнался дальше за теми, которые еще там были какие-то верующие. Verfolgt er die anderen Christen, die übrig geblieben sind. И это в 12 главе Откровения можете почитать. Und das ist im 12. Kapitel Offenbarung, könnt ihr das lesen. В конечном итоге. Letztendlich. Будут уничтожены все те, которые имели на себе печать Господа. Werden all die vernichtet sein. Божью печать. Дьявол уничтожит, убьет. Letztendlich wird Teufel all die vernichten, die Gottes Siegel auf sich hatten. Они будут обезглавлены. Die werden enthauptet werden. Это будет ужасное время. Das wird eine furchtbare Zeit sein. Но эти люди будут спасены. Aber diese Menschen werden errettet sein. Я скажу больше. Und ich sag noch mehr. Они будут не только спасены. Die werden nicht nur errettet. Они будут в числе невесты. Die werden auch in der Zahl der Braut sein. Подожди, как же это может быть? Warte, wie kann das sein? Ведь невеста уже восхищена die была. Die Braut wurde doch schon entrückt. Amen. Amen. Но написано, они ожили.
Aber steht geschrieben, die sind wieder zum Leben auferweckt worden. Und haben geherrscht mit dem Herrn. Они ожили. Die sind wieder царствовали со Христом zum Leben auferweckt worden und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Дальше читаем. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Weiter lesen wir. Zweiter Vers, дальше, следующий. Там было. Это какой сейчас? Не-не-не. Fünfter Vers. Fünfter, ja. Ja, fünfter Vers. Здесь же нету сейчас, или? Или я что-то не вижу. Я jetzt. Und die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Dies ist die erste Auferstehung. Обратите внимание. Merkt hier auf. Библия говорит, это первое воскресение. Die Bibel sagt, das ist die erste Auferstehung. Раз она говорит, что это первое воскресение, und wenn die sagt, das ist die erste Auferstehung, значит, как минимум, будет и второе, да? Also есть еще второе. Wird dann auch die zweite sein. Первое воскресение. Die erste Auferstehung. У нас уже была тема о первом воскресении. Wir hatten schon das Thema über die erste Auferstehung. И я не уверен, что все помнят. Und ich bin mir nicht sicher, ob sich alle noch erinnern Но können. Когда мертвые во Христе воскреснут прежде, aber wenn die Entschlafenen in Christus zuvor auferweckt werden, то есть при восхищении церкви, bei der Entrückung der Gemeinde, мертвые воскресли, werden die Entschlafenen auferstehen. Это же было воскресение. Das war doch eine Auferstehung. Это миллионы, миллионы, миллионы людей. Das sind Millionen, Millionen, Millionen Menschen. Они воскресли. Die sind auferstanden. Это уже было первое воскресение. Das ist die erste Auferstehung. Здесь речь идет опять о первом воскресении, да? Wieder über die erste Auferstehung. Через 3,5 года еще часть людей воскресает. Nach 3,5 Jahren wird noch ein Teil der Menschen zum Leben auferweckt. И приходят и присоединяются к этой группе царствующих. Und kommen und werden hinzugefügt zu dieser Gruppe von Herrschenden. К церкви, которая с Христом пришла на землю через 3,5 года. Die Gemeinde, die mit dem Christus auf die Erde wiedergekommen ist, um zu herrschen nach 3,5 Jahren. Эти люди воскресли, присоединились. Diese Menschen sind auferweckt. Verstanden, sind hinzugefügt worden. Читали и будут царствовать со Христом 1000 лет. Und wir haben gelesen, sie werden herrschen mit dem Jesus 1000 Jahre. Это первое воскресение. Das ist die erste Auferstehung. Итак, первое воскресение это не один воскрес или там сколько и на этом все закончилось. Also die erste Auferstehung ist nicht, dass einer auferstanden ist und damit ist alles abgeschlossen. Первое воскресение включает в себя этап в 3,5 года. Die erste Auferstehung beinhaltet in sich einen Zeitabschnitt von 3,5 Jahren. И как минимум имеет 2 таких серьезных периода воскресения, когда церковь восхищается. Und als Minimum hat das so 2 wichtige Bereiche, wenn die erste entrückt, wenn die erste entrückt werden. И сразу после Армагеддонской битвы. Und direkt nach Schlacht Armageddon. Прежде чем наступило тысячелетнее царство. Bevor das tausendjährige Reich beginnt. Присоединились эти обезглавленные, воскресли и пришли ко Христу и церкви. Sind die Enthaupteten hinzugefügt werden zum Christus und die Gemeinde. И царствовали с ним 1000 лет. Und haben geherrscht mit ihm 1000 Jahre. Понятно я объяснил? Habe ich das verständlich genug erklärt? Halleluja. Шестой стишок. Sechster Vers. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Glückselig und heilig ist der, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Над ними смерть вторая не имеет власти. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt. Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Halleluja. Halleluja. Итак, блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Почему? Glückselig und heilig sind die Teilhaber an der ersten Auferstehung. Почему? Warum? Господь говорит Иоанну, блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Warum sagt der Herr zum Johannes, glückselig ist der, der Teil hat an der ersten Auferstehung? Да потому что над ним смерть вторая не имеет власти. Halleluja. Weil über ihn hat der zweite Tod keine Macht. Halleluja. Что такое вторая смерть? Was ist dieser zweite Tod? То первое воскресение, второе воскресение. Zweite Auferstehung. Первая смерть, вторая смерть, Zweiter Tod.
Первая смерть – это когда человек просто умер, и его похоронили. Wenn der Mensch einfach gestorben ist und wurde beerdigt. Но мы знаем по Слову Божьему, aber wir wissen nach dem Wort Gottes, что мы не умираем, то есть человек не исчезает. Dass wir dann nicht sterben, der Mensch verschwindet nicht einfach. Когда мы говорим, человек умер, это относится только к его телу. Wenn wir darüber reden, dass der Mensch gestorben ist, das betrifft dann nur sein Leib. А его внутренний человек, он вечно живой. Aber sein innerer Mensch, der ist ewig lebendig. И вот это, когда тело умирает, это первая смерть. Und wenn der Leib stirbt, das ist der erste Tod. И это не так страшно. Und das ist nicht so furchtbar. Что бы ни произошло с нашим телом, egal, was mit unserem Leib geschieht, как бы ни лишили человека жизни, egal, wie man den Menschen das Leben nimmt, как бы страшно это ни выглядело со стороны, egal, wie schrecklich das von der Seite aussieht, когда ты слышишь истории, как кто-то умер или погиб. Wenn du hörst Geschichten, wie jemand verunglückt ist oder gestorben ist. Иногда это ужасно. Manchmal klingt das sehr furchtbar. Но это всего лишь мелочи. Aber es ist nur eine Kleinigkeit. Потому что умирает только это вот тело. Weil es stirbt nur dieser Leib. Но вторая смерть. Aber der zweite Tod. Это ужас. Das ist furchtbar. Как выразиться лучше? Wie soll ich das besser ausdrücken? Нахождение человека в аду, просто скажу. Das Befinden eines Menschen in der Hölle. Называется второй смертью. Das ist der zweite Tod, heißt so. Это вечные мучения. Das sind ewige Qualen. Вечные боли, страдания и так далее. Ewige Schmerzen und Leiden und so weiter. И поэтому... Und deshalb? Иоанн тут говорит, sagt Johannes hier, блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, glückselig und heilig ist der, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Потому что такие люди избегут второй смерти. Weil diese Menschen werden diesen zweiten Tod umgehen. Они уже никогда не попадут в ад. Die werden niemals schon in die Hölle gelangen. Они всегда будут с Господом. Die werden immer schon mit dem Herrn sein. И здесь написано, и так всегда с Господом будут. Und hier steht geschrieben, und so werden sie immer mit dem Herrn sein. То есть уже церковь после восхищения всегда будет с Господом. Die Gemeinde schon nach der Entrückung wird immer mit dem Herrn sein. И здесь, которые были обезглавлены, они воскресли. Und hier, die enthauptet wurden, die sind auferstanden. Получили даже новое тело. Haben sogar neues Leib bekommen. Тело бессмертное. Unsterbliches Leib. И всегда с Господом будут, написано. Und werden immer mit dem Herrn sein, steht geschrieben. Все, они уже никогда не умрут. Die werden schon niemals mehr sterben. Они никогда не придут на суд. Die werden niemals vor Gericht treten müssen. Halleluja. Halleluja. Вы знаете, это привилегия для верующего Wisst человека. Das ist ein Privileg, ein Vorteil für den gläubigen Menschen. Который действительно познал Бога и живет с Ним. Der Gott wirklich erkannt hat und mit ihm lebt. Потому что часто тоже меня люди спрашивают. Weil sehr oft fragen mich Menschen auch. А вот когда это, мы же тоже попадем на суд, каждый же будет судим. Wir werden doch auch vor Gericht treten. Jeder wird doch gerichtet werden. И что будет с нами? А вдруг я что-то не так сделал? Und was wird mit uns sein? Vielleicht habe ich was falsch gemacht? Может, я еще не попаду в рай, а попаду в ад? Vielleicht werde ich noch doch nicht im Paradies landen, vielleicht noch in der Hölle? Знаете, я могу здесь много чего сказать вам. Und wisst ihr, hier kann ich euch vieles sagen. Но я лучше остановлюсь на этих словах Иоанна. Aber besser bleibe ich auf den Worten Johannes stehen. Он говорит, что sagt, блаженный свят, имеющий участие в воскресении первого. Glückselig und heilig ist der, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Das zweite Tod hat keine Macht über ihn. Поэтому старайся, чтобы войти в воскресение первое. Deshalb gib dir Mühe, dass du in die erste Auferstehung mitgelangst. Тогда ты на суд не придешь. Dann wirst du nicht vor Gericht treten müssen. Павел говорит, верующий в Него, в Иисуса Христа, die an ihn glauben, an Jesus Christus, на суд не приходят. Kommen nicht vor Gericht. А неверующий, он уже осужден. Und der Ungläubige, der ist schon gerichtet. То есть тот, кто отрицает Бога, кто не живет с Ним, он уже осужден. Wer Gott verwirft, wer nichts von ihm wissen will, der ist schon gerichtet. И в принципе только выжидает, так сказать, время, когда придет суд последний. Und im Prinzip wartet nur auf seine Zeit des Gerichts. И он будет осужден, Und по слову. Gerichtet werden nach dem Wort. Поэтому сегодня Бог дает время каждому человеку. Deshalb heute gibt Gott Zeit jedem Menschen. Ты можешь покаяться. Du kannst dich bekehren. Ты можешь принять Иисуса. Du kannst Jesus annehmen. Ты можешь стать одним из тех,
которые воскреснут в первое воскресенье. Du kannst einer von denen werden, die in der ersten Auferstehung mit auferstehen werden. И этого хочет Господь. Und das möchte auch der Herr. Он не сотворил человека, чтобы он пошел в ад. Er hat den Menschen nicht dafür geschaffen, damit er in die Hölle landet. Бог хотел, чтобы каждый человек имел жизнь вечную. Er wollte, dass jeder Mensch ewiges Leben hat. Написано: ибо нет воли Божией. Steht geschrieben: Wille Gottes ist nicht darin, чтобы кто-то погиб. Dass jemand verloren geht. Но он хочет, чтобы все люди спаслись. Sondern er möchte, dass alle Menschen errettet werden. И достигли познания истины. Und erreichen die Erkenntnis der Wahrheit. Но. Aber. Так как Бог дал человеку свободную волю выбора. So wie Gott dem Menschen freien Willen gegeben hat. И даже государственные законы. Und sogar Gesetze. Запрещают государственные законы. Я штатлихе. Sogar die staatlichen Gesetze. Они запрещают. Die verbieten. Насиловать волю человека. Vergewaltigen den Willen des Menschen. Вот если она не захотела бы за меня выйти замуж. Wenn sie nicht wollen würde mich heiraten. Я бы ее все равно поймал и сказал: будешь моей женой. Hätte ich sie trotzdem gezwungen, hätte gesagt, du bist meine Frau. Она бы сказала нет и все. Sie hätte gesagt nein und schon alles. Я мог бы там перед ней расстеливаться, как бы хотел. Und ich könnte vor ihr da niederknien, wie ich wollte. Обещать еще больше, und быть хорошим, чем я уже есть. Noch mehr mich bessern, als ich noch bin. Уже почти невозможно быть лучше, но я бы сказал, я еще буду. Kann man schon fast nicht mehr besser sein, aber ich hätte versprochen, ich werde noch besser sein. Она бы сказала нет, не хочу и Sie все. Sie hätte gesagt nein, ich will nicht und fertig. И я бы ничего не мог сделать. Und ich hätte nichts tun können. Так же и Бог. Genauso auch Gott. Он предлагает нам путь спасения. Er bietet uns an den Weg вечную der Errettung, жизнь. Ewiges Leben. Но никогда не переступит через волю человека. Aber niemals wird er missachten den Willen des Menschen. Никого не заставит насильно поклоняться ему. Niemals wird er jemanden zwingen, sich anzubeten. Или еще что-то сделать. Oder sonst irgendwas zu tun. Поэтому Бог иногда вот трудное время допускает в нашу жизнь. Deshalb lässt Gott manchmal schwierige Zeiten zu in unserem Leben. Чтобы люди подумали. Damit die Menschen nachdenken. И коронавирус тоже по милости Божьей. Und Coronavirus ist auch durch Gnade Gottes. Потому что люди вообще не хотят думать о Боге. Weil die Menschen wollen überhaupt nichts Зачем über Gott нужен? Nachdenken. Wofür brauchen sie? Они так хорошо живут. Wir leben auch so gut. Пришла проблема. Ein Problem kam, которая захватила весь мир. Das die ganze Welt erfasst hat. И люди вдруг поняли, что они бессильны. Und die Menschen haben auf einmal verstanden, die sind machtlos. Перед такой маленькой болячкой. Vor so einem kleinen Wehwehchen. Маленькой. Ganz kleines Wehwehchen. Ее не увидишь простым глазом. Kannst das nicht mal mit bloßem Auge sehen. Ее и сокол не увидит без увеличительного стекла. Die wird auch ein Adler nicht sehen ohne Brille. Ja. Понимаете? Versteht ihr das? И это маленькая болячка und весь мир потрясла. Kleine Wehwehchen hat die ganze Welt erschüttert. Все в страхе. Alle sind in Angst. Почему? Warum? Потому что Бог говорит, я вам хочу показать еще. Weil Gott sagt, ich will euch zeigen. Перед своим пришествием. Vor meiner Wiederkunft. Чтобы вы поняли. Damit ihr versteht. Я Господь. Ich bin der Herr. И если я что-то захочу сделать, вы все будете просто как, ну как пустышки, ничего не сможете вы сделать. Und wenn ich etwas tun möchte, werdet ihr einfach wie Schachfiguren sein, die nichts machen können. Я столько лет давал вам милости. Ich habe euch so viel Jahre Gnade gegeben. Живите и радуйтесь. Lebt und habt Freude daran. Живите в мире. Lebt in Frieden. Но чем больше человек имел свободы и благословения. Aber je mehr der Mensch Freiheit und Segen hatte. Тем страшнее человек грешить начал. Umso furchtbarer hat der Mensch angefangen zu sündigen. И все больше и больше вытесняли Бога из своей жизни. Und mehr Gott aus ihrem Leben entfernt haben. Господь просто допустил какой-то вирус. Der Herr hat einfach zugelassen diesen Virus. Весь мир трясется. Und die ganze Welt zittert. И что еще будет происходить, мы знаем в Откровении. Und was wird noch geschehen, lesen wir auch und wissen aus der Offenbarung. Что в конце очень много будет интересных вещей. Dass zum Schluss noch sehr viele interessante Dinge stattfinden Может werden. Быть, даже страшных. Vielleicht sogar furchtbare Dinge. Потому что Бог пытается достучаться к сердцу человека. Weil Gott versucht, das Herz des Menschen zu erreichen. Он не может просто взять
какого-то грешника и его спасти. Er kann nicht einfach irgendwelchen Sünder nehmen und ihn einfach erretten. Сказать, ну ладно. Und sagen, я просто хочу тебя спасти. Ich will dich einfach nur erretten. Потому что дьявол придет и скажет, что ты делаешь? Weil der Teufel wird kommen und wird sagen, was tust du da? Он же мой. Er ist meiner. Он мне служит. Er gehört mir, er dient mir. Ты преувеличиваешь свою власть. Du erhebst deine Macht hier zu viel. Бог не может. Gott kann das nicht. Он все может, но не может. Он связан. Er kann alles, aber hier kann er nicht. Потому er ist что он справедлив. Weil er ist gerecht. И поэтому у него есть путь ко спасению. Und deshalb hat er einen Weg zur Errettung. А этот путь называется. Und dieser Weg heißt. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. И те, которые уверуют в Евангелие. Und die, die das Evangelium glauben werden. И призовут имя Господне. Und den Namen des Herrn anrufen werden. Последуют за Господом. Werden dem Herrn nachfolgen. Сознают свои грехи. Werden die Sünde bekennen vor ihm. Они будут помилованы. Die werden begnadigt. Заслужить вечную жизнь никто из людей не может. Zu verdienen ewiges Leben kann niemand von Menschen. Никто. Niemand. Но получить по милости и благодати Божией. Aber durch Gnade einfach so von Gott bekommen. Может любой. Kann jeder. Но Бог не делает какие-то поблажки. Aber Gott macht nicht Ausnahmen. Или какую-то скидку. Oder jemandem so einen Sonderrabatt. Скажет, ну ладно, вот этого помилую, а того убью. Und sagt, gut, diesen begnadige ich und den anderen vernichte ich. Тот, кто примет кровь Иисуса Христа. Wer das Blut Christi annimmt. Позволит омыться этой кровью. Und erlaubt sich zu waschen mit diesem Blut. Грехи этого человека будут прощены. Die Sünden von diesem Menschen werden vergeben sein. И имя этого человека. Und der Name dieses Menschen. Будет записано в книгу жизни. Wird eingetragen sein im Buch des Lebens. И Библия говорит, и кто записан был в книге жизни. Und die Bibel sagt, und wessen Name eingetragen war im Buch des Lebens. Halleluja. Тот будет спасен. Der wird errettet sein. Над ним смерть вторая über не ihn, будет иметь власти. Über ihn hat der zweite Tod keine Macht. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Glückselig und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Над ним смерть вторая не имеет власти. Über ihn hat der zweite Tod keine Macht. Но они будут священниками Бога и Христа. Sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein. Эти люди будут на службе у Господа. Diese Menschen werden im Dienst bei dem Herrn sein. В тысячелетнем царстве. In dem tausendjährigen Reich. И будут царствовать с ним тысяча лет. Und sie werden herrschen mit ihm tausend Jahre. Halleluja. Halleluja. Итак. Also. Тысячелетнее царство. Тысячелетнее царство. Для всех уверовавших. Für alle Gläubigen. Будет жизнью царствования. Wird ein Leben der Herrschaft sein. Ты не просто будешь жить в этом царстве. Du wirst nicht einfach leben in diesem Königreich. Библия говорит, мы будем царствовать со Христом. Bibel sagt, wir werden herrschen mit dem Christus. То есть они будут в команде Иисуса Христа. Die werden in dem Team von Jesus Christus sein. И они будут создавать законы. Und die werden von denen werden Gesetze ausgehen, sie werden Gesetze befestigen. Und deshalb wird das Leben sich ganz rasch verändern. В лучшую сторону, in gute Seite. Во главе с Иисусом Христом. Im, als Haupt Jesus Christus. Церковь будет управлять. Wird die Gemeinde herrschen. И это будет царство, я уже сказал, мира и покоя. Und das wird ein Reich, eine Herrschaft von Friede und Freude, wie ich schon gesagt habe. Читаем дальше, с 7 по 10 стишок. Wir lesen weiter, 7 bis 10. Когда же окончится тысяча лет? Und wenn die tausend Jahre vollendet sind? Сатана будет освобожден из темницы своей. Wird Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. И выйдет обольщать народы. Und wird ausgehen, die Nationen zu verführen. Вот здесь очень сильно подходит поговорка русская. Hier ist so ein Sprichwort russisches, passt sehr gut. Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Wie viel den Wolf tust du nicht füttern, er schaut trotzdem Richtung Wald immer. То есть только что освободили его на малое время, что он делает? Gerade eben wurde er losgelassen für eine kurze Zeit, was macht er schon?
Кажется, должен прийти и покаяться, сказать: Иисус, прости, больше не буду. Eigentlich müsste er kommen, sie bekehren, Jesus, vergib, ich mache das sowas nicht mehr. Я долго воевал против тебя. Ich habe lange Zeit gegen dich gekämpft. Теперь понимаю, что это все глупо. Jetzt verstehe ich, dass es alles töricht war. Если бы ты хотел, ты бы меня в первый день уничтожил навсегда и все. Wenn du gewollt hättest, hättest du mich am ersten Tag schon vernichtet und für immer. Прости, Господи. Vergib mir, Herr. За все зло, которое я натворил. Für alles Böse, was ich gemacht habe. Не, вот так, das nicht von mir. Вот точно так же преступников, знаете? Genauso die Verbrecher, wisst ihr? Эти киндершендер, там, которые насилуют людей вообще, женщин, die Vergewaltiger, детей, die убийцы, Frauen und Kinder, серийные, знаете, Serienmörder. Их сажают в тюрьмы, их выпускают, они снова делают то же самое. Die werden ins Gefängnis eingesteckt, werden wieder abgesessen, freigelassen und machen das gleiche wieder. Большинство из них в тот же самый первый день уже опять кого-то поймали, изнасиловали и что-то делали. Die meisten von ihnen am gleichen Tag, am ersten Tag schon schnappen die jemanden und vergewaltigen oder bringen um. Естество дьявольское, когда оно внутри. Die teuflische Natur, wenn die innen drin sitzt. Оно продолжает делать то же самое. Das fährt fort, das gleiche zu machen. Если мы не примем натуру, естество Иисуса, wenn wir nicht annehmen die Natur von Jesus, мы всегда будем подвержены греху, werden wir immer der Sünde unterworfen и греховным страстям, und den sündigen Begierden. И выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, und wird ausgehen die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind. Гога и Магога. Den Gog und den Magog. И собирать их на брань. Sie zum Kriege zu versammeln. Число их как песок морской. Deren Zahl ist wie der Sand Итак, des дьявол, Meeres. Дьявол только что будет отпущен на короткое время, написано also, на малое время. Der Teufel wird gerade erst losgelassen für eine kurze Zeit. Сразу пойдет снова собирать людей. Sofort zieht er los, Menschen zu versammeln. Я вам говорил, что церковь и Иисус будут царствовать из Иерусалима, из Израиля будет царствовать по всей земле. Ich habe schon gesagt, dass die Gemeinde mit Jesus aus Jerusalem über die ganze Erde herrschen wird. И представляете, только дьявол будет отпущен. Und stellt euch vor, gerade wird der Teufel losgelassen. Пойдет соблазнять и совращать народы. Geht er schon zu verführen die Nationen. Придет к Эдику и скажет: kommt zu Edward und sagt, ты что делал тысячу лет? Was hast du 1000 Jahre gemacht? Евреям служил? Den Juden gedient? Ты ненормальный. Du bist bescheuert. Их надо давить. Die muss man unterdrücken. Как клопов. Wie Wanzen. А ты им служил? Und du hast ihnen gedient. Совсем ненормальный. Du bist völlig verrückt. А ты что делал? Und was hast du gemacht? Ты тоже этим занималась? Du hast das auch gemacht. Вы вообще нормальные, что ли? Seid ihr noch ganz Вы dicht? Что, не знаете евреев, что ли? Kennt ihr wohl nicht die Juden? Они же только продажные, они же там только деньги хотят. Die sind doch so korrupt, die wollen doch nur Geld. И в одно мгновение und im einen Augenblick все будет стерто. Wird alles люди откроют уши ausradiert для дьявола. Sein. Menschen werden Ohren für den Teufel öffnen. И поверят лжи. Und werden die Lüge glauben. Они забудут то, что тысячу лет. Die werden vergessen, dass 1000 Jahre жили как у Бога за пазухой. Haben die gelebt wie unter Gottes Fittichen. И это они так и жили. Und die haben auch so gelebt. У Бога за пазухой. Nicht nur wie, sondern die haben auch so gelebt. Тысячи лет. 1000 Jahre. Господь сам кормил их, hat питал der Herr их. Sie selbst genährt. Оберегал их. Sie beschützt. Мир имели. Frieden hatten sie. Наслаждались жизнью. Haben genossen das Leben. На малое время дьявол отпущен. Für kurze Zeit wird nur Teufel freigelassen. И он совращает весь народ. Und er verführt die Nationen. Поменял мозги сразу. Und verdreht den Verstand direkt. И что произошло? Und was geschah? Написано. Steht geschrieben. Он стал их собирать на брань. Er versammelte sie zum Krieg. И число их как песок морской. Und die Zahl war wie Sand am Meer. Вы представляете, ни одного, ни двоих там человек соблазнили. Stellt euch vor, nicht zwei oder drei Menschen hat er verführt. Как песок морской. Wie Sand am Meer. И они пошли и вышли на широту земли. Und sie sind gezogen herauf auf die Breite der Erde. И окружили стан святых и город возлюбленный. Und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Иерусалим окружили. Jerusalem haben die umzingelt. Ты представляете? Stellt euch vor. Они хотели уничтожить народ Божий. Die wollten vernichten das Volk Gottes. И церковь, которая там была еще. Und die Gemeinde, die dort noch war. Радовалась. Die sich noch царствовала со Христом. Und geherrscht hat mit dem Christus. Хотел уничтожить все. Und wollte alles vernichten.
И вот здесь не спал огонь с неба от Бога. Und Feuer kam von Gott. И пожрал их. Hernieder aus dem Himmel und verschlang sie. Представляете? Stellt когда euch vor, Бог это все увидел, als Gott das alles gesehen hat, он сказал, войны больше не будет. Hat gesagt, Krieg wird nicht mehr stattfinden. Все, тысячи лет назад. Das reicht. Vor 1000 Jahren. Я покончил с войной. Habe ich mit dem Krieg abgeschlossen. Войны больше не будет. Es wird kein Krieg mehr stattfinden. Вы просто сейчас сгорите, все здесь живем. Ihr werdet jetzt einfach hier lebendig verbrennen. Пал огонь с неба, и не осталось ни одного врага, ни у евреев, ни у Церкви Божией. Und Feuer vom Himmel fiel und fraß alles und alle wurden verbrannt und keine Feinde mehr. 10. стишок. 10. Vers. А дьявол, прельщавший их, und der Teufel, der sie verführte, вержен в озеро огненное и серное, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, где зверь и лжепророк, wo sowohl auch das Tier und als auch der falsche Prophet, и будут мучиться день и ночь во веки веков, und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Дьявол встретится в озере огненном со своими поклонниками, Teufel wird eine Begegnung haben mit seinen Anbetern im Feuersee, с Антихристом и лжепророком, mit Antichrist und falschen Propheten, которые тысячу лет раньше уже туда попали, die schon 1000 Jahre zuvor dort gelangt sind, вот, уже поджарились немножко, die haben schon, wurden schon ein bisschen geröstet, вот, и они будут мучиться день и ночь во веки веков. Und die werden dort gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Здесь речь шла, если вы обратили внимание, wenn ihr hier aufgemerkt habt, hier war die Rede über, в седьмом стишке, im siebten Vers, они, да, пойдет совращать или обольщать на четырех углах земли Гога и Магога. Er wird an vier Ecken der Erde verführen den Gog und den Magog. Гога и Магога. Gog und den Magog. Это будет битва, так и как бы называют ее, битва Гога и Магога. Das wird eine Schlacht sein, die heißt auch so die Schlacht von Gog und Magog. Немножко смешно звучит. Hört, klingt so ein bisschen lustig. Что же это за битва? Was für eine Schlacht ist das? Это будет самая последняя битва. Das wird die allerletzte Schlacht sein. После этого будет суд, об этом мы еще, может быть, одну тему проведем. Danach gibt es noch Gericht, darüber werden wir, denke ich, noch ein Thema haben. Я сейчас прочитаю коротко несколько мест из Иезекииля. Und jetzt werde ich Stellen, Bibelstellen aus Hesekiel lesen. 38 главы. 38. Kapitel. Там пророк Иезекииль пророчествовал о этой битве Гога и Магога. Der Prophet Hesekiel hat dort schon prophezeit über diese Schlacht von Gog und Magog. Советую дома вам прочитать всю главу. Ich rate euch zu Hause ganzen Kapitel durchzulesen. Тогда вы поймете конкретно, что за народы там. Dann werdet ihr verstehen, was da für Völker waren. Из-за того, что у нас будет слишком много времени займет это, я. Weil das bei uns jetzt viel Zeit einnehmen wird. Выборочно сделал несколько. Habe ich nur so stichartig ein paar Schriftstellen. С первого по третий стишок, 38 глава Иезекииля. Bis dritten Vers. И было ко мне слово Господне. Und das Wort Jahwe geschah zu mir. Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог. Menschensohn, richte dein Angesicht gegen Gog vom Lande Magog. Князю Роша, Мешеха и Фувала. Den Fürsten von Rosh, Mesech und Tubal. И изреки на него пророчество. Und weissage wieder ihn und sprich. И скажи, так говорит Господь Бог. Вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала. So spricht der Herr Jahwe. Siehe, ich will an dich, Гог, Fürst der von Rosh, Mesech und Tubal. И как бы вот князь Гог в земле Магог. Der Fürst написано, Gog, да? Im Land Magog, wie steht geschrieben. И я слышал такие как бы толкования, что это Россия. Und ich habe solche Auslegungen gehört, dass es Russland ist. Я с этим не согласен. Damit bin ich nicht einverstanden. Я понимаю, на каком основании они этот вывод сделали. Ich verstehe zwar, auf welchem Grund so eine Schlussfolgerung gemacht wurde. Написано, вот я на тебя, Гог, князь Роша. Es steht geschrieben, den Fürsten von Rosh. Ja, и это говорили Россия типа. Und das haben die gesagt, so Russland, klingt wie Russland. Это не соответствует. Das entspricht aber nicht diesem. Если вы будете читать всю главу эту, wenn ihr den ganzen Kapitel durchlest, то, там увидите, что речь идет
о Персии. Werdet ihr sehen, dass die Rede ist über Persien, Äthiopien и Ливии. Und Libyen. Да. То есть я понимаю, что это будет там с четырех вот вокруг, которые Израиля, там эти страны больше, или там с севера написано. Ну, und das werden vermutlich diese vier Reiche, die dort drumherum sind. Те, которые сегодня так сильно хотят Израиль стереть с лица земли. Die heute so sehr wünschen, Israel vom Angesicht der Erde zu vertilgen. Они, скорее всего, первые снова будут в этой битве. Vermutlich die werden als erstes auch in dieser Schlacht da sein. 7 стиха по 7-8 стишок. 7 und 8 Vers. Готовься и снаряжайся ты и все полчища твои. Это опять все еще Гогу и Магогу пишется. Das ist auch zu Gog und Magog wird geschrieben. Rüste dich und rüste dir zu, du und alle deine Scharen. Собравшиеся к тебе и будь им вождем. Die sich zu dir versammelt haben und sei ihr Anführer. После многих дней. Nach vielen Tagen. Ты понадобишься в последние годы. Sollst du heimgesucht werden. Ты придешь в землю. Sollst du in das Land kommen, избавленную от меча, das vom Schwerte wiederhergestellt, собранную из многих народов, das aus vielen Völkern gesammelt ist, на горе Израилевы, auf dem Berge Israels, которые были в постоянном запустении, welche beständig verödet waren, но теперь жители ее будут возвращены из народов, und es ist herausgeführt aus den Völkern, und sie wohnen in Sicherheit allesamt. И все они будут жить безопасно. Und sie wohnen in Sicherheit allesamt. Понимаете, безопасно. В тысячелетнем царстве. Versteht ihr das? Они in жили Sicherheit. Тысячу лет абсолютно безопасно. Im tausendjährigen Reich. Absolut До Sicherheit. Этого 2000 лет Израиль Davor, постоянно его не было. Он только недавно появился. 2000 Jahre lang gab es kein Israel. Der ist vor kurzem erst gegründet worden. Ja. Его преследовали, их раскидывали, разгоняли и так далее. Die wurden vertrieben. И вот здесь пророк говорит und hier der Prophet sagt, Гогу и Магогу, Gog und Magog, в последние дни, после многих дней, ты понадобишься in den letzten Tagen, nach vielen Tagen, wirst du gebraucht, для того, чтобы Бог свершит суд над ними. Weil Gott wird Gericht über die machen. То, что они постоянно преследовали Израиль. Weil die ständig Israel verfolgt haben. И в последние годы, говорит, ты придешь на эту землю, und in den letzten Jahren steht geschrieben, wirst du in dieses Land kommen, избавленную от меча, das vom Schwert befreit wurde. Тысячелетнее царство, перекуют мечи на орала, понимаете? Tausendjährige Reich, die Schwerter werden durchgeläutet werden. Все, не будет мечей, не будет оружия. Durchgeschmiedet werden. Es wird keine Waffen da sein. Они будут жить безопасно. Die werden in Sicherheit leben. И этим воспользуются эти народы. Und diese Völker werden das sich zugunsten nehmen. После того, когда Сатана соблазнит их. Wenn Teufel sie verführen wird. 14 по 16 стишок. 14 bis 16 Vers. Почему изреки пророчество сын человеческий и скажи Гогу? Darum weissage Menschensohn und sprich zu Gog. Так говорит Господь Бог. So spricht der Herr Jahwe. Не так ли? В тот день, когда народ мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это? Wirst du es an jenem Tage nicht wissen, wenn mein Volk Israel in Sicherheit wohnt? И пойдешь с места твоего. Und du wirst von deinem Orte kommen. От пределов севера. Von äußerem Norden her. Ты и многие народы с тобою. Du und viele Völker mit dir. Все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное. Auf Rossen reitend allesamt eine große Schar und ein zahlreiches Heer. И поднимешься на народ мой, на Израиля. Und du wirst wieder mein Volk Israel heraufziehen. Как туча, чтобы покрыть землю. Wie eine Wolke, das Land zu bedecken. Это будет в последние дни. Am Ende der Tage wird es geschehen. Я приведу тебя на землю мою. Dass ich dich hereinbringen werde, wieder mein Land. Чтобы народы узнали меня. Auf dass die Nationen mich erkennen. Когда я над тобою, Гог, явлю славу, святость мою пред глазами их. Wenn ich mich an dir, Gog, vor ihren Augen heilige. Итак, also, Езекия пророчествует Езекиил prophezeit hier, и говорит, что когда будет мир в этой земле, und sagt, dann, wenn Friede in diesem Land sein wird, ты, говорит, Гог, узнаешь об этом, du, Gog, wirst das erfahren, и ты воспользуешься этим, und du wirst das dir zugunsten nehmen, и ты соберешь народы,
und du wirst Völker versammeln и снова пойдешь на мой народ und wirst wieder ziehen gegen mein против Volk, них gegen sie. И я там совершу над тобою суд und dort werde ich Gericht über dich halten, чтобы увидели мою святость все народы вокруг damit meine Heiligkeit gesehen wird von allen Nationen и узнали меня. Und damit sie mich erkennen. И написано, что он огонь с неба сойдет. Steht geschrieben, dass Feuer wird vom Himmel kommen. И пожрет все это полчище. Und wird all diese zerfressen. В одно мгновение. In einem Augenblick. Как серный дождь. Wie ein Schwefelregen. Сжег Содом и Гоморру. Содом und Гоморра verbrannte. И ни одна душа не спаслась. Und keine einzige Seele konnte sich erretten. Кроме Лота и его außer двух дочерей, Lot und seine zwei Töchter, которых Бог прежде вывел, die Gott vorher aber herausgeführt все, которые там остались, all die, die dort noch waren, вместе со скотом, с людьми, с детьми, все, zusammen mit Vieh, Frauen, Kinder, погибли в, одно, в один раз, wurden an einem Tag getötet. И последнее, das letzte, 38 глава, 22-23 стишок, 38 Kapitel, 22-23. Das ist immer noch über Gog und Magog. Und ich werde Gericht an ihm üben. Durch die Pest. Und durch Blut. И пролью на него и на полки его и на многие народы, которые с ним. Und einen überschwemmenden Regen der Hagelsteine, Feuer und Schwefel. Всепотопляющий дождь. Werde ich regnen lassen auf ihn. Каменный град. Hagelsteine. Представляете, камни будут падать. Stellt euch vor, Steine werden einfach vom Himmel огонь fallen. Огонь и серу. Feuer und Schwefel. Как в Содоме и Гоморре. Wie in Sodom und Gomorra. Попалит их, сожжет их. Wird sie rösten und verbrennen. И покажу мое величие и святость мою. Und ich werde mein und ich werde mich groß und heilig erweisen. И явлю себя пред глазами многих народов. Und werde mich kundtun vor den Augen vieler Nationen. И узнают, что я Господь. Und sie werden wissen, dass ich Jahwe bin. Halleluja. Halleluja. Итак. Also. Последняя точка будет поставлена над дьяволом über den Teufel wird gestellt sein, в этой последней битве, in dieser letzten Schlacht, которая произойдет на земле, die auf der Erde geschehen wird. Битва Гога и Магога. Die Schlacht von Gog und Magog. Я, давайте еще раз. Десятый стих Откровения, 20 глава. Lass uns noch mal Offenbarung 20, 10. 7 bis 10 war das, 7 по 10. Offenbarung. Ja. Я хочу просто закончить вот ich этими словами. Einfach abschließen mit diesen Worten. И дьявол, прищавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch das falsche Prophet. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Последняя победа над дьяволом, der letzte Sieg über den Teufel, или, скажем, ну, последнее слово над дьяволом будет сказано в битве Гога и Магога. Oder das letzte Wort über den Teufel wird gesprochen sein in der Schlacht von Gog und Magog. Все, дьявола не будет больше. Und Schluss. Teufel wird es nicht mehr geben. Оттуда он уже больше никогда не вернется. Von dort wird er nie mehr zurückkehren. Никогда не вылезет. Niemals dort wieder rauskriechen. После битвы Гога и Магога. Nach der Schlacht von Gog und Magog. Будет заброшен в озеро огненное. Wird er hineingeworfen in Feuersee. И так всегда будет там. Und so wird er auch für immer dort Церковь sein. Церковь всегда будет с Господом. Die Gemeinde wird für immer mit dem Herrn Дьявол sein. Дьявол навсегда останется в озере огненном. Teufel für immer in den Feuersee. Вся вселенная das поменяется. Ganze Universum wird sich verändern. И наступит новая жизнь. Und es wird ein neues Leben beginnen. Вот. Но после этого aber danach будет еще второе воскрешение. Gibt es noch die zweite Auferstehung? И вечный суд написано. Und das ewige Gericht steht geschrieben. Ну, как бы вечный суд, то есть я скажу последний суд. Ich sag so das letzte Gericht. Где Бог будет судить wo Gott richten wird всех остальных
all die übrigen, которые жили когда-то на земле, die умерли, auf der Erde gelebt haben, gestorben sind, вот, они тоже воскреснут, die werden auch auferstehen, и Бог будет судить их. Und Gott wird sie richten. За все, что они сделали. Für alles, was die getan haben. Сегодня часто люди говорят, heute sagen die Menschen sehr oft, вот это несправедливо. Das ist doch ungerecht. Возьми там то, другое, третье, четвертое. Nimm das, dies, jenes, drittes, viertes. Приводят тебе в пример людей, und, bringen Menschen als Beispiele, которые жили безбожно на этой земле, die gottlos auf dieser Erde gelebt haben, издевались над людьми, und Menschen misshandelt haben, грабили, воровали, убивали, beraubt haben, getötet, и так до последнего дня. Und so bis zum letzten Tag ihres Lebens. Можно Гитлера взять, можно Сталина взять. Kann man den Hitler zum Beispiel als Beispiel oder den Stalin? Вроде бы они не получили по заслугам, да? Und so als ob die haben doch nie Vergeltung nach ihren Taten bekommen. Вытворяли, что попало, и умерли, и все. Was die da alles getrieben haben, sind einfach gestorben und fertig. Кто-то там, может, себя сам убил, другие просто умерли. Jemand hat sich vielleicht selber dann getötet, die anderen ja, einfach so Сталина, gestorben. Возьми Сталина, там миллионы Stalin, людей zum Beispiel. Угробил, Millionen von Menschen hat er vernichtet einfach in der Erde. Просто умер. Er ist einfach nur gestorben. И еще плакали о нем. Und es wurden doch geweint über ihn. Ненормальные. Die nicht normal sind, weil die Angst hatten. Или возьми там в этой в Нордкорее сегодня. Oder nimm heute in Nordkorea. Там вытворяется. Was da getrieben Китае, wird. In China. Да, и во многих других странах. Und vielen anderen Ländern. За всю историю человечества много таких людей было. In der ganzen Menschheitsgeschichte gab es viele solche Menschen. Которые не получили справедливого суда. Die nicht den gerechten Gericht erhalten haben. И иногда люди говорят, где был Бог? Und manchmal Menschen sagen, ja, wo war Gott? Warum ist das? Почему он с них ничего не взыскал? Warum hat er nicht Vergeltung von denen gefordert? А кто тебе сказал, что уже все закончилось? А wer hat dir gesagt, dass alles schon abgeschlossen ist? Суда еще не было. Gericht hat noch nicht stattgefunden. Он еще будет. Es wird noch stattfinden. И получит каждый по своим заслугам. Und jeder wird nach seinen Taten bekommen. Тот, который не покаялся. Der, der nicht bekehrt hat sich. И тот до последнего дня делал зло. Und wer bis zum letzten Tag Böses getan hat. Предстанет пред Богом. Wird vor Gott erscheinen. И они пополнят это озеро огненное. Und dieses Feuersee. Где дьявол, где лжепророк, где антихрист. Wo falscher Prophet ist und Antichrist. А те, которые страдали, und die, die gelitten haben, несправедливо страдали, die zu Unrecht gelitten haben, они получат большую награду от Бога. Die werden großen Lohn von dem Herrn empfangen. Бог – справедливый Бог. Gott ist ein gerechter Gott. И когда закончится последний суд, und wenn letzter Gericht abgeschlossen wurde, во всей Вселенной, in ganzem Universum, не найдется ни одного живого существа, wird sich kein einziges Lebewesen finden, которое бы сказало или могло бы сказать, das sagen könnte, Бог был несправедлив. Gott war ungerecht. Написано, что на небесах steht geschrieben, dass im Himmel все будут восклицать, werden alle jauchzen, свят, 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 heilig, 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 Господь Саваоф, ist der Herr Zebaoth, ибо справедливо осудил, denn er hat gerecht gerichtet. Halleluja. Halleluja. Господь любит тебя. Der Herr liebt dich. И хочет, чтобы ты был с ним. Und er möchte, dass du mit ihm bist. Давайте мы встанем и помолимся. Lasst uns aufstehen und beten. Отец Небесный. Vater im Himmel. Я благодарю тебя. Ich danke dir. За милости твои. Für deine Gnade. За благодать твою. Für deine Gnade und Güte. И за слово твое. Für dein Wort. Я абсолютно убежден. Ich bin absolut überzeugt. Что ты справедливый Бог, dass du ein gerechter Gott bist, во всех отношениях, in allen Hinsichten, что ты любишь человека, dass du den Menschen liebst, и ты доказал свою любовь, und du hast deine Liebe bewiesen, тем, что отдал сына своего, damit du, dass du deinen Sohn abgegeben hast, в жертву за каждого из нас, als Opfer für jeden von uns. Спасибо тебе, Отец. Danke dir dafür, Vater. Ибо таково было твое благоволение к нам. Denn so war dein Wohlbefinden zu uns. И я прошу тебя, und ich bitte dich, пусть еще будут много-много-много спасенных es людей. Es sollen noch viele, viele, viele errettete Menschen da sein. Я молю тебя за тех людей, ich bitte dich für all die Menschen, которые сегодня еще блуждают в грехах, die heute noch irren in der Sünde. Стучи в их сердца. Klopfe an ihre Herzen. Пусть они откроются. Und die sollen sich öffnen. Для слова твоего. Für dein Wort.
Пусть они откроются к любви твоей. Die sollen sich öffnen für deine Liebe. Познают тебя. Dich erkennen. Призовут имя твое. Deinen Namen rufen. И будут спасены. Und die sollen errettet sein. Я хочу предложить вам молитву. Ich möchte euch ein Gebet vorschlagen. Давайте мы все закроем глаза сейчас. Lasst uns alle jetzt Augen schließen. И помолимся этой молитвой. Und beten mit diesem Gebet. Я буду говорить молитву. Ich werde das Gebet sagen. Вика будет переводить. Es wird übersetzt. Потом мы все вместе будем повторять, окей? Dann werden wir gemeinsam sprechen. Повторяй на русском, на немецком, на каком понимаешь. In Deutsch oder in Russisch, wie du auch verstehst. Окей? Okay. То есть мы сделаем такую молитву к Богу. Wir machen so ein Gebet zu Gott. Попросим у него прощения. Und bitten bei ihm um Vergebung. За наши грехи. Für unsere Sünden. Каждый из нас сделал много неправильного в жизни. Jeder von uns hat vieles falsch im Leben gemacht. Если ты еще серьезно не обращался к Иисусу, wenn du dich noch nie ernsthaft an Jesus gewandt hast, это хорошая возможность. Das ist eine gute Möglichkeit, сделать это. Das zu machen. Okay? Давайте мы Gut. закроем глаза. Lass uns die Augen schließen. Дорогой Господь, teurer Herr, я прошу тебя, ich bitte dich, чтобы ты коснулся моего сердца, dass du mein Herz anrühren sollst. Я сознаю, ich bekenne, что я грешник, dass ich ein Sünder bin, и нуждаюсь в прощении грехов. Und ich brauche die Vergebung der Sünden. Давайте мы так сделаем. Lasst uns so machen. Значит, я говорю по-русскому. Ich sage Russisch. Потом ты повторяешь вместе с людьми по-русскому. Du wiederholst mit den Menschen in Russisch. А потом только ты говоришь по-немецкому. Und du sagst dann все, in Deutsch. Кто только по-немецкому знает, по-немецкому. Und alle wiederholen dann die Deutsch verstehen. Okay? Чтобы не было все смешано. Damit wir nicht so ein Durcheinander haben. Прости меня, Иисус. Прости меня, Иисус. Vergib mir, Jesus. Все мои грехи. Все мои грехи. All meine Sünden. Я сознаю. Я сознаю. Ich bekenne. Что я грешник и нуждаюсь в прощении грехов. Что я грешница и нуждаюсь в прощении грехов. Dass ich ein Sünder bin und ich brauche die Vergebung der Sünden. Прости все мои грехи. Vergib mir alle meine Sünden. И очисти меня от всякой неправды. От всякой неправды. Und reinige mich von jeder Unwahrheit. Войди в мое сердце. Komme in mein Herz hinein. И живи в нем. Und wohne dort. С этого дня. Von diesem Tag an. Оно принадлежит тебе. Gehört es dir. Ты мой Господь. Du bist mein Herr. Ты мой Бог. Du bist mein Gott. И вся моя жизнь принадлежит тебе. Und mein gesamtes Leben gehört dir. Помоги мне следовать за тобою. Hilf mir, dir nachzufolgen. Я хочу жить во славу твою. Ich möchte zu deiner Ehre leben. Спаси меня и всех моих родственников. Errette mich und meine gesamte Verwandtschaft. Спаси меня и весь мой дом. Errette mich und mein gesamtes Haus. Я прошу тебя во имя Иисуса Христа. Ich bitte dich in Jesu Namen. И весь народ да скажет. Und das ganze Volk sagt Amen. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. И любовь Бога и Отца. Und die Liebe des Vaters. И общение Духа Святого. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Да пребудет со всеми нами. Sei mit uns allen. Будьте благословенны. Seid gesegnet. Господь да хранит вас на всех ваших путях. Der Herr soll euch bewahren auf allen euren Wegen. Его мир и любовь да будет seine с вами. Friede und seine Liebe soll euch begleiten. Доверяй ему свою жизнь. Vertraue ihm dein Leben an. Да не прикоснется тебя никакая зараза. Es soll sich keine Seuche dich antasten. Никакая болезнь. Keine Krankheit. Ангелы его будут охранять тебя. Seine Engel werden dich beschützen. Не приткнешься ногой своей о камень.
Dein Fuß wird nicht an einem Stein stoßen. Они поведут тебя. Sie werden dich führen. И ты будешь успешен в их присутствии. Und du wirst erfolgreich sein in Во deren имя Иисуса Христа. In Jesu Namen. Будьте благословенны. Seid gesegnet. Аминь. Amen. Amen.